Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, und heute geht's weiter mit Gaming Setups Nummer 2. Ihr habt mir wieder mehrere Sachen geschickt und dort werde ich mir wieder welche angucken. Erstmal danke für den mega Support. Die letzte Folge, beziehungsweise die erste Folge davon, ist mega gut bei euch angekommen. Und deswegen gibt's heute dann auch Teil 2. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schickt mir gerne eure Setups über Instagram oder auch meine Mailadresse. Mit ein wenig Glück seid ihr dann im nächsten Video auch dabei. So, wenn ihr das Ganze feiert, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen. Ein kostenloses Abo sowieso. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst die Glocke aktiv und schaut hier wieder mal bei Instagram vorbei, Leute. So, das nächste Setup ist von Moreno TV. Und hier muss ich sagen, nice. Sieht auf jeden Fall schon mal gut durchdacht aus alles. Sehr cool. Jetzt gucke ich gerade, ich weiß gar nicht, okay, ist das jetzt eine LED? Achso, das ist bestimmt eine Box, okay, eine Box mit LEDs und davor ist der Mikrofonarm. Okay, das kann man jetzt gerade so ein bisschen schlecht erkennen. Okay, habe ich jetzt gecheckt. So, auch hier die LEDs im Hintergrund, auch sehr, sehr cool. Aber auch hier wieder die LEDs zu sehen, das finde ich jetzt nicht so geil. Wie gesagt, ich finde immer besser, wenn man nur das Licht sieht und nicht den LED-Streifen an sich. Das würde ich anders machen. Aber gut, okay. So, dann hast du alles am Start. Facecams am Start, Doppelmonitor-Setup, auch sehr cool. Ja, Elgato Stream Deck auch am Start, auch sehr cool. Habe ich auch selber und würde ich nicht mehr missen wollen, das Teil. Dann eine Razer-Tastatur, Logitech-Maus. Was ist das, die G502 oder was ist das? Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, Level Up am Start, auch nicht schlecht. Hier hast du irgendwie Deko oder sowas ist das, keine Ahnung, ich sehe es nicht. Aber sieht auf jeden Fall gut aus. Auch hier würde ich dir empfehlen, natürlich den Monitor immer hinzuhängen, obwohl es jetzt bei dir wahrscheinlich sehr schwierig ist mit dieser Dachschrägen und dem Fenster hier. Da geht es wahrscheinlich nicht anders, weil der Schreibtisch sieht auch schon sehr voll aus. Und dementsprechend hast du hier auch keinen Platz mehr wirklich, finde ich. Also ich brauche auf jeden Fall mal Platz an meinem Schreibtisch. Deswegen, ich meine, gut, du hast jetzt noch diesen Einschub hier unten für das Mauspad, beziehungsweise die Tastatur und die Maus und so. Aber auch hier, diese Kante, hast du die selber rausgeschnitten oder war das so? Sieht auf jeden Fall nicht sauber aus. Wie gesagt, auf jeden Fall würde ich dir einen vernünftigen Schreibtisch empfehlen. Eine vernünftige Schreibtischplatte und so. Ja, wir gehen mal weiter. Du hast mir auch mehrere Bilder geschickt. Okay, hier hast du eine Ecke fotografiert, wo du halt deine Regale an der Wand hast und da hast du all deine Kartons draufgestellt. Finde ich schon mal cool. Elgato HD60S ist am Start. Ja, das ist die G502, sag ich doch. Stream Deck, dann deine Ornata Chroma Tastatur. Sehr cool auf jeden Fall. Ich bin ja kein Freund davon, wenn alles so vollgestellt ist. Und hier oben zum Beispiel finde ich, das ist alles sehr, sehr voll, das Regal. Ne? Ich hätte vielleicht die Sachen nicht hier hingestellt, hätte ein paar Kartons hier oben hingepackt oder so, damit es nicht so voll ist. Aber so an sich finde ich das eine coole Sache auch, dass du das Ganze beleuchtet hast hier unten mit den LEDs. Hier sieht man die LEDs auch nicht, finde ich sehr cool. So soll es eigentlich auch sein. Okay, der Mikrofon ist ein Neuer NW700. Habe ich jetzt keine Ahnung von. Ich weiß nicht, was für ein Mikrofon das ist. Ich selber benutze ein Rode N1A. Aber an sich, deine Soundqualität ist eigentlich optimal, wenn ich die beim Stream gehört habe oder so. Von daher finde ich das ganz gut. Was ist jetzt hier hinter? Das sieht irgendwie... Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Ich kann es jetzt nicht so wirklich erkennen. Also das ist auf jeden Fall deine Fernbedienung für die LEDs. Aber hier sieht es aus, als wenn da ein Loch in den Tisch gemacht wurde und dann irgendwas drauf gemacht wurde, damit es wieder zu ist oder so. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr unsauber aus. Die ganzen... sag schnell, die ganzen Späne und so gucken hoch und so. Das gefällt mir nicht. Also das würde ich... Also ich würde dir auf jeden Fall einen anderen Schreibtisch empfehlen. Definitiv. Irgendwas anderes oder so. Zum Kabelmanagement kann ich jetzt nichts sagen, weil ich jetzt hier gar keine Kabel oder so gesehen habe. Zumindest jetzt nicht vom Winkel her oder so. Ich sehe nur die Kabel hier hinten runterlaufen. Aber ja, das hat mich jetzt ein bisschen geschockt, dieses Teil hier. Aber ansonsten muss ich sagen, schon ein ordentliches Setup. So, kommen wir mal zu dem Setup von Nomba. Nomba, ja, okay, deine Fotos sind jetzt nicht die geilsten. Ich musste jetzt schon ranzoomen, weil die so klein sind, die Bilder. Ich weiß gar nicht, wieso die so klein sind. Aber gut, wir können ja ein bisschen was erkennen. Auch Level Up am Start, sehr nice. Hast du, glaube ich, sogar bei mir gewonnen, ne? Genau. Und ja, auf jeden Fall auch wieder ein RGB-beleuchtetes Mauspad, Tastatur, Maus. Ist das auch ein Razer? Ich kann es jetzt gar nicht, ich weiß es jetzt nicht. Ja, ansonsten Mikrofon am Start, Mikrofonarm, sehr gut, Doppelmonitor.
Finde ich auch nicht schlecht. Hier würde ich auch empfehlen, natürlich, ich empfehle jedem, die Monitore immer hinzuhängen, weil es einfach viel geiler ist, weil du dann viel mehr Platz hast und so auf dem Schreibtisch. Auch dir würde ich hier nach hinten noch ein bisschen RGB-Beleuchtung empfehlen. Denn ich finde es einfach geil mit LEDs, weiß nicht, wie gefällt das auf jeden Fall. Dann hast du zwei unterschiedliche Monitore. Der linke scheint mir neuer zu sein als der rechte. Würde ich vielleicht den rechten irgendwann mal upgraden. Aber ansonsten. Halt sehr aufgeräumt, sag ich jetzt mal. Okay, Kabel sind auch hier wieder überall zu sehen. Ist jetzt aber nicht so schlimm, dass nicht so viel Kabel hier rumliegen. Zumindest das, was ich gerade sehen kann. Von daher alles gut. So, hier haben wir noch ein zweites Bild von Nomba. Dort können wir jetzt mal ein bisschen mehr erkennen. Also wie gesagt, dein Schreibtisch hier sieht eigentlich, ja, ich kann nicht alles genau erkennen hier drauf, weil die Qualität deiner Bilder halt nicht so geil ist. Aber ich sehe zumindest keine Kabel, außer hier ein bisschen runter gucken. Das Einzige, was mich jetzt natürlich auch wieder gerade ein bisschen schockt, ist die Größe von deinem Schreibtisch. Also du hast alles auf dem Schreibtisch draufstehen und das Ding ist voll. Das Ding ist einfach wirklich voll. Es wirkt einfach überladen. Also ich würde auf jeden Fall dir einen größeren Schreibtisch empfehlen. Ich meine, nach hier hin kannst du wahrscheinlich nichts mehr machen, aber nach rechts hin hast du so anscheinend, wie es aussieht, noch Platz. Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich ein bisschen zu vergrößern. Wenn du nicht viel Platz hast für einen riesigen Schreibtisch, aber auf jeden Fall ein paar Zentimeter müssen noch dazu. Du kannst ja gar nichts mehr machen auf dem Schreibtisch. Das ist ja alles voll. Also da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, hier noch ein bisschen auf einen neuen Schreibtisch zu sparen. Aber ja gut. So, hier hast du einen Fernseher stehen. Sehr nice. Vor allen Dingen, ja, geiler Kanal, den du drauf hast. Mega. Sieht auf jeden Fall vernünftig aus. Wie gesagt, Schreibtisch ein bisschen zu klein. Ich würde auf jeden Fall einen größeren Schreibtisch mir hinstellen. Und vielleicht den Monitor upgraden und dann passt das. So, hier haben wir jetzt das Setup von Yannick. Und hier muss ich sagen, auch wenn es dunkel ist, sehe ich hier sehr, sehr viele Kabel runterhängen. Allein hier hinten sehe ich Kabel. Ich sehe hier jede Menge Kabel runterhängen. Weiß gar nicht, was hier steht. Ich kann es gar nicht richtig genau erkennen. Aber was mir auffällt, ist, dass viele von euch dieses große Mauspad mit LED-Beleuchtung haben. Das ist mir jetzt schon aufgefallen mit den letzten Setups. Aber auch schön, dass du alles in Rot gehalten hast. Viele gehen ja auf bunt. Aber hier hast du wirklich alles schön in Rot gehalten. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr cool. Auch passend mit deinem Hintergrundbild vom Monitor und so. Finde ich schon mal nicht schlecht. Ein Monitor finde ich jetzt ein bisschen wenig, aber vielleicht kannst du ja hier einfach mal upgraden. Dein Schreibtisch scheint auch sehr klein zu sein. Na gut, wir gucken mal weiter. Wir haben noch ein Bild. So, hier haben wir mal deinen PC. Und ja, die Corona-Maske ist am Start auf jeden Fall. 1,50 Abstand bitte. Ja, dein Controller. Der wird gerade geladen, nämlich an. Deswegen geht das Kabel hier runter. Aber hier hängen schon sehr, sehr viele Kabel, ne? Also, ich weiß gar nicht, was das alles für Kabel sind, die du hier hast. Maus ist hier. Ist das dein Mauskabel hier? Das geht hier rum. Hier rum. Sieht auf jeden Fall aus, als wäre es von deiner Maus. Der LED-Streifen im PC finde ich jetzt auch nicht so cool verlegt, weil man halt die LEDs sehen kann. Ich hätte den hier am Rand an der Scheibe entlang gelegt oder so. Aber ich kenne solche Möglichkeiten von dem Gehäuse. Aber an sich sieht der PC schon sehr, sehr cool aus. Auch, ich kann es nicht genau erkennen, weil es hier spiegelt. Aber es sieht so aus, als wenn die Kabel im PC ganz cool verlegt sind. Aber das kann auch einfach nur jetzt täuschen. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die Kabel darin sehr cool verlegt sind. So, hier haben wir das Setup mal im Hellen. Hier sehen wir deinen PC. Sehr cool auf jeden Fall. So, jetzt können wir mal gucken, was das für Kabel sind. Ja, also dein Kabelmanagement ist eine Katastrophe. Also, boah, Junge, das ist ganz schlimm. Nee, also, wie gesagt, Kabelmanagement, das ist halt so ein Ding, boah, da beschäftige ich mich jetzt schon echt eine ganze Weile mit. Also für alle, die mal mein Schreibtisch-Video gesehen haben, wie ich mir einen neuen Schreibtisch gekauft habe, da habe ich schon versucht, so gut wie es geht, auf das Kabelmanagement zu achten. Ist mir auch nicht gelungen, ich habe mittlerweile auch mehrere Geräte hier stehen, habe immer mal wieder neue Kabel gezogen und so, und von daher ist das Kabelmanagement von mir auch gerade eine völlige Katastrophe. Vor allen Dingen, weil ich hier auch ein paar Sachen jetzt gerade schon abgebaut habe, weggetan habe, die ich nicht mehr haben wollte. Und, ja, also, aber das würde ich, und wenn du dir, hier steht ja so eine Box, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das auch eine Kabelbox ist. Kabelboxen gibt es ja auch schon günstig, dann kannst du dir eine Kabelbox hinstellen. Die hat überall Löcher und Einführungen für Kabel, dann kannst du da die Kabel reinpacken und dann sieht es auf jeden Fall ordentlicher aus als das, ne? Und ich weiß ja nicht, ob du nochmal einen zweiten Monitor haben möchtest, dann würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, zwei Monitore hinzustellen. Macht das ganze Arbeiten definitiv leichter. Deine Facecam, die hier oben drauf ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, was das für eine ist.
Aber sie sieht aus, als wäre sie auch schon ein paar Jährchen alt. Da würde ich dir auch vielleicht ein Upgrade empfehlen. Aber ja, an sich, dein Schreibtisch an sich sieht okay aus, aber er sieht halt auch sehr klein aus, ne? Also, ich weiß nicht, was für Möglichkeiten du hast, ob du den größeren hinstellen kannst, weil dein PC steht jetzt auch hier auf dem, wie so eine Art Nachttisch oder so, keine Ahnung. Würde ich vielleicht auch einen größeren Schreibtisch sparen, also dass du den größeren Schreibtisch hinstellst, den PC auf den Schreibtisch und zwei Monitore hier hin oder so. Das macht das Ganze auf jeden Fall schon deutlich besser. Vielleicht an die Wand irgendwas, hier sind ein paar Löcher drin, die würde ich vielleicht zumachen, vielleicht irgendwas dahin hängen, keine Ahnung, ein Bild oder vielleicht auch Nano-Leaf-Panels oder was weiß ich. Irgendwas, was das Ganze halt ein bisschen abrundet. Und ja, wie gesagt, Kabelmanagement, das ist das A und O. Kabelmanagement, ich finde immer clean Setups immer am geilsten. Von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, dir dein Kabelmanagement anzugucken. So, das nächste Setup ist von Meso. Und ja, Triple Monitor Setup sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. RGB-Tastatur, RGB-Mauspad und Maus. Das Mauspad hatte ich vor kurzem selber noch. Das müsste das Firefly von Razer sein. Sieht man auch an dem Logo hier. Auch wenn das Bild jetzt nicht besonders scharf ist, von daher. Das Hintergrundbild finde ich mega. Das hatte ich bis vor kurzem auch nochmal drauf. Aber habe mich jetzt für ein anderes entschieden. Aber ja, sieht auf jeden Fall schon mal optisch erstmal gut aus. Schreibtisch scheint groß zu sein. Kann man jetzt auch nur leider hier die Ecke erkennen. Und auf jeden Fall sehr viel Platz zu haben. Er hatte mir noch ein Bild geschickt. Gehen wir mal weiter. Okay, Nano-Leaf-Panels am Start. Nano-Leaf-Panels finde ich mega krass. Sind mir ein bisschen zu teuer, deswegen habe ich mir die bisher nicht geholt. Okay, die Nano-Leaf-Panels hat er aber im Bett hängen. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, weil hinterm Tisch ist ja kein Platz mehr. Hier hättest du es auch noch hinhängen können. Aber im Bett geht's auch, weil dann passt es ja auch. Dann hast du beim Bett so ein Highlight, sag ich mal. Dann die Monitore, ja, hätte ich auch hingehängt, ehrlich gesagt. Also hier am Tisch festgemacht und dann hingehängt, weil an der Wand geht das schlecht. Und die Kabel hätte ich auch irgendwie ein bisschen zusammengeführt. Ich weiß nicht, wie es jetzt hinten bei den Monitoren aussieht oder ob die Kabel alle hier zusammenkommen. Ich glaube nicht, weil hier ist, glaube ich, nur HDMI-Kabel und Stromkabel. Hier hinten sehe ich es jetzt nicht hinter den Monitoren. Aber ich finde Monitore hängend immer besser, weil man dann halt hier unten Platz hat noch unter den Monitoren. Aber gut, du hast eh einen großen Schreibtisch und da ist eh nicht viel drauf, also von daher okay. Aber solltest du vielleicht dir noch mehr Sachen anschaffen, wie was weiß ich, ein Stream Deck oder was weiß ich, wenn du noch, keine Ahnung, was alles andere hinstellen möchtest oder so, dann wird's eng nachher. Aber so aktuell geht's noch. Ja, Mikrofonarm auch sehr cool. So hast du wenigstens auf jeden Fall das Mikrofon immer griffbereit. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist ehrlich gesagt wieder die Kabellage hier, das gefällt mir nicht. Dass das Kabel hier einfach quer über dem Boden liegt. Da hätte ich dann auch hier an der Fußleiste entlang einen Schacht gemacht oder so, dass es halt sauberer aussieht. Oder natürlich, ich weiß ja nicht, ob du das möchtest oder nicht, den Schreibtisch einfach umgedreht und hier vors Fenster gesetzt. Klar, du kriegst das Fenster nicht mehr ganz auf, falls es dir jetzt darum geht, dass du es deswegen nicht hingestellt hast. Aber ja, ich habe solche auch ein Fenster hier links von mir. Das ist auch meistens auf Kipp. Ich habe es eigentlich so gut wie nie ganz auf. Und da hätte ich meine Monitore auch dahin klatschen können. Aber ich habe halt den Luxus, ich kann das hier hinstellen. Aber gut, wenn du es so stehen lassen willst, dann, wie gesagt, ist okay. Aber dann würde ich halt die Kabel ein bisschen verstecken. Sieht halt nicht so sauber aus. Und LEDs fände ich noch mega. Aber gut, da ist jetzt auch die Frage, wo man hier bei dir LEDs hin macht. Um den Tisch rum. Sieht jetzt nicht so cool aus, weil keine Wand ist. Weil du dann halt hier das Bett beleuchten würdest. So sieht jetzt halt nicht so cool aus. Vielleicht diese PlayStation-Leuchte, die wir im letzten Video gesehen haben. Diese mit diesen PlayStation-Buttons, die könntest du hier hinstellen oder so, keine Ahnung. Und ich finde auch die Wände sehr kahl. Dann würde ich hier vielleicht Regale hinmachen, so Ikea-Lackregale oder so, keine Ahnung. Und da dort halt, weiß ich nicht, Funko-Pop-Figuren draufstellen oder irgendwas Dekomäßiges, weil ich finde, deine Wand sieht sehr, sehr kahl aus. Dieses ist ja gar nichts an der Wand, außer deine Nano-Leaf-Bandits halt, ne? Ich weiß natürlich nicht, wie die andere Seite aussieht, das sehe ich jetzt nicht, aber ich würde hier auf jeden Fall was an die Wand machen. Ja Leute, das war's leider auch schon wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Über ein Abo sowieso und natürlich Instagram immer im Auge behalten. Dort poste ich immer wieder die neuesten Infos. Wenn ihr dabei sein wollt, schickt mir eure Gaming-Setups entweder bei Instagram oder meine Mailadresse. Ich bin raus, Leute. Macht's gut und ciao.